Also mein Ziel ist immer, dass ich weiss, wie sie heissen. Auch wenn 20 Leute hier heute sind, will jeder die Hand oder den Namen sagen. Und das kann ich ihrer grossen Hütte nie. Ah ja, ich rote Turm. Die tun wir dann hinten ins Kämmerli, aber... Unmöglich. Auch in dieser Grösse, die wir heute haben, die ja jetzt relativ klein ist, sage ich mal, es wäre nicht möglich. Also ich fliege mit Maxlast auf. Also ich fliege nicht mit 200 Kilo. Das braucht schon wahr. Ich bin Cornelia Wüterich. Ich komme aus dem Berner Seeland und bin seit 3 Jahren heute Wartin auf der Beachhornhütte. Mein Name ist Doris Bader, bin Region Thun daheim und bin das erste Jahr als Hüttenhilfe hier auf der Beachhornhütte. Ein Sommer auf knapp 2600 Meter auf der Beachhornhütte. Seid ihr Romantiker? Schon, ja. Definitiv. Aber ist das Leben hier oben überhaupt romantisch? Nicht immer. Aber es gibt halt beides hier oben. Also es ist nicht eine Hütte, die so überlaufen ist wie eine Hörnli-Hütte. Und darum gibt es so Zeiten, wo man Zeit hat, für die Romantik und die Ruhe und die Natur zu genießen. Was ist denn so romantisch, wenn man hier oben ist? Also, am Morgen dürfen wir in der Gelassenheit den Tag starten, eine Szene, einen Kaffee nehmen und einfach mal die Bergwelt rausschauen, bevor es dann eigentlich wirklich richtig losgeht. Und das Ganze eben unterstützt mit schönen Lämpchen und Kerzen und ja. Was braucht es für Eigenschaften, dass man so einen ganzen Sommer lang hier oben kann sein? Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man nichts hat. Also, es ist hier oben natürlich sehr rudimentär eingerichtet. Wir haben weder fließend warmes Wasser, noch haben wir genügend Wasser. Noch haben wir wirklich eine Hütte, die man heizen kann. Also, wenn es kalt ist, ist es kalt. Und der einzige bequeme Ort ist das Bett, aber dort geht man durch den Tag nicht unbedingt. Ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein und halt mit beidem können umgehen. Mit viel Arbeit, mit vielen Leuten, aber auch mit Tagen, wo es halt einfach regnet und nichts läuft und sich selber beschäftigen müssen. Ist man vielleicht sogar ein bisschen Aussteiger von der anderen Welt? Ja, definitiv. Definitiv. Also für mich ist das Grösste hier oben, 3 Monate keinen Termin zu haben. Und dann kann ich nicht sagen, ich sei kein Aussteiger. Oh, wie sind ihr denn ausgestiegen? Aus dem Rädli, würde ich sagen, für mich. Also so aus dem, von überall her, will jemand etwas von ihm und hat man das Gefühl, man müsste etwas geben. Man hat es ja schon selber in der Hand. Aber hier oben ist es halt so, ich bin wie weg. Und wenn irgendjemand etwas von mir will, weiss er, er muss hierher kommen. Mhm. Und das gibt mir eine Riesengelassenheit, ja. Reden wir ein bisschen über Evi Hitta. Was macht Evi Hitta speziell? Ich glaube schon das Alter und auch die Einfachheit. Also das ist das, was ich von sehr vielen Leuten höre, wenn sie kommen und sagen, das ist noch eine Hütte. Das ist heute der Kommerz, der halt so ein bisschen läuft auf den anderen Hütten. Mit, jetzt alle müssen Dusche haben und die wird alltag gewechselt. Und eben, es wird alles geheizt und es hat immer Strom und es hat überall Trinkwasser. Ich glaube, das ist schon das, was es Leute gibt, die es eben noch vermissen und die das sehr schätzen. Und das ist unsere Hütte pur. Ich würde doch gerne mal so einen Tag anschauen auf der Hütte. Wann geht der Wecker und was passiert dann? Je nachdem, wenn wir Leute haben, die aufs Beachhorn gehen, ist im Moment so Frühstückzeit 1:30. Das heisst, bei jemandem von uns geht am 4. Abend der Wecker. Wir wechseln uns eigentlich abwechseln. Und dann machen wir dann jetzt morgen. Und warten, bis sie gegangen sind und gehen dann wieder ein bisschen liegen. Und starten tut der Tag bei uns eigentlich so um 7 Uhr. Wo wir dann beide unsere Morgenmeditation machen, beim Gemüseschneiden für die Suppe und beim Kaffee. Und Tee für aussen. Genau. Ja. Was passiert am Nachmittag, wenn eigentlich der Mittagsservice durch ist? Dann kommen eben die oben runter. Das ist eigentlich bei uns ein bisschen nahtlos. Oder? Und dort hat es einen relativ grossen Gap. Die ganz Schnellen sind um 11 Uhr da und die ganz Langsamen sind am Abend um 6:30 da. Und dann haben wir eigentlich, wenn es ein bisschen Leute im Beachhorn hat, den ganzen Nachmittag etwas zu tun. Ja. Dennis, ja? Jetzt musst du schauen. Okay. Jetzt sind sie? Jetzt sind sie beim Roten Turm, gerade im Einstieg. So ein bisschen unterhalb? Ja. Mein Ziel ist immer, dass ich, wenn sie zurückkommen vom Beachhorn oder morgen, wenn sie gehen, dass ich weiss, wie sie heissen. Das habe ich ihr auch ins Herz gelegt. Das ist mir wichtig. Challenge. Also, auch wenn 20 Leute hier heute sind, will jeder die Hand oder den Namen sagen. Und das kann ihre grossen Hütte nie. Aber es ist klein, das ist schon eine Herausforderung, hier zu kochen. Ja, also wir kochen so, dass
die eine auf dieser Seite steht und diese auf dieser Seite bei Spüli. Und dann klappt es jetzt auch schon recht gut. Wenn ich eine Rösti machen muss, weiss ich genau, was sie mir von dieser Seite vorgeben muss. Und wenn sie etwas macht, weiss ich genau, was ich ihr von dieser Seite übergeben muss. Kannst du noch die Lasagne lecker holen, Gradina? Ja. Brauchst du zwei Pack? Ja, nimm gerade alle mit. Kann ich schon gleich einfüllen oder soll ich noch kurz warten, bis du... Nein, jetzt kannst du drauf tun. Oder noch ein bisschen Fleisch warten. Muss noch ein bisschen. Schreie das nicht los. So. Jetzt die Lasagneblätter wieder. Genau. Sicher auch etwas, was uns heute speziell macht, weil alles von Grund auf frisch zubereitet ist. Das ist etwas, was Cornelia extrem Wert darauf legt. Und bin ich auch mega froh, weil man sich irgendwie muss identifizieren muss mit dem, was hier gelebt wird. Und ich bin mega froh, dass es mich auf diese Hütte bricht. Die tun wir dann näher hinter ins Kämmerli, aber dann kannst du sie noch übernehmen und den Deckel drauf tun. Wow! Aber was natürlich klar ist, jedes Gramm Essen, das man hier braucht, ist das Material, dass man es irgendwie hier braucht, auf die Hütte kommen. Und dafür gibt es auch heute hier in Zermatt, wo aber die Hütte nicht nur Ewi, sondern eigentlich grundsätzlich die Berghütte im Wallis beliefert hat. Wie viel Mal kommt es dir, Zermatt, und bringt Material? Es kommt so ein bisschen auf die Frequenz der Leute an, wie viel das läuft. Bei mir ist so das Ziel, dass ich alle drei Wochen eigentlich fliegen will. Also ich schaue, dass ich so haushalten kann, dass ich alle drei Wochen Menschenversorgung habe. Aber in der Hauptsaison, also im August, fliege ich alle zwei Wochen. Wie funktioniert das genau? Bei mir ist es eigentlich so, ich meistens anfangs Woche tue ich mal schon den Flug so ein bisschen reservieren für den Samstag, weil ich oft mit der Lötschenpasshütte zusammen halt fliege, dass wir das so ein bisschen kombinieren können, auch vom Anflug her, dass sie dann von Lauchner Alp fliegen können. Und dann schaue ich, was ich alles muss haben muss. Ich schreibe mir das aber auch fortlaufend immer wieder auf. Also, dass ich weiss, wenn ich jetzt das Letzte von dem genommen habe, dass ich mir das auf den Zettel aufschreibe. Der Moment, wo wirklich der Helikopter kommt, was machst du da? Ich mache eigentlich das, ich hänge den Sack ab und je nachdem, ob ich etwas retour habe oder nicht, hänge ich nachher auch den Retoursack ab. Muss ich nicht machen, weil sie landen grundsätzlich nie hier. Was passiert denn? Dann gibt es mal ein bisschen zu tun. Dann gibt es wirklich ein bisschen zu tun, weil die Waren müssen dann versorgt werden und natürlich auch gut versorgt werden. Also man kann nicht frisch oben drauf fallen. Ja, das ist hier wichtig, dass nichts kaputt geht. Das ist wirklich zah und auch. Es darf einfach nicht vorgeschossen werden, Lebensmittel. Und darum muss man das gut eintischeln. Und dann sind wir so gut in zwei Stunden, sind wir zu zweit hoch, sind wir dran, bis wir alles wirklich super versorgt haben. Wäre ein Hüttenbetrieb ohne die Zermatt in der heutigen Zeit eigentlich noch möglich? Nein, unmöglich. Auch in der Grösse, die wir die Hütte haben, die ja jetzt relativ klein ist, sage ich mal, es wäre nicht möglich. Also ich fliege, wenn ich fliege, mit Maxlast auf. Also ich fliege nicht mit 200 Kilo. Das braucht schon wahr. Ein Tag auf der Hütte geht langsam aber sicher vorbei. Was machen ihr zwei denn? Je nach Wetter. Wenn es schön ist, hocken wir sicher noch ein bisschen raus. Machen 100'000 Fotos, auch jetzt Dönis im Fall noch, bei mir ist es nicht so schlimm. machen wir sehr viel, sicher ein bisschen Fotos und geniessen halt einfach wirklich noch so den Abend und lassen ein bisschen den Tag ausklingen. Ja. Cheers! Cheers! Für gute Saison! Wir sind echt zufrieden, wenn wir wirklich auch merken, wir haben zufriedene Gäste oben.